Dieses Mal wollen wir etwas mehr Leben in den Taschenrechner bekommen. Wir wollen, wenn wir eine Zifferntaste drücken, dass hier oben diese Ziffer erscheint. Wenn ich jetzt momentan klicke, passiert nichts. Das Einzige, wo schon was passiert, ist hier unten diese Berechnetaste. Wenn ich hier drauf drücke, erscheint dann hier fertig berechnet und der Code zu Wort dieses Stück hier. So, dazu machen wir es so, dass wir zunächst erstmal wieder eine Methode definieren. Die nennen wir mal ButtonPressed. Und geben der wieder einen Button mit. Hier fehlt noch das N. Und die soll momentan mal nichts anderes machen, als einfach nur den Button ausgeben. Oder den Inhalt, den Text des Buttons. Und in der Oberfläche ist es jetzt so, dass wir sagen, an diesem Button hängen wir jetzt das Ereignis onPressed und sagen, das soll buttonPressed aufgerufen mit dem Button selbst passieren. So, dann probieren wir das einfach aus. Presst. Kleiner Schreibfehler, also nochmal geändert. Jetzt ist es da und jetzt schauen wir, was passiert. Wir drücken die 1 und wir sehen, da passiert schon mal was. Ausgabefehler, ButtonPressed hat zwei Objekte bekommen, hat nur eins übergeben bekommen. Das ist jetzt hier. Und da sehen wir, ja klar, wir müssen ja normalerweise bei der Funktion hier immer noch die App als ersten Parameter mit drinstehen haben. Also speichern, zweiter Versuch. Und schon ist was passiert. Wir sehen, hier oben ist die 1 ausgedrückt. Immer wenn ich hier drauf klicke, erscheint die 1. Beim Button 2 passiert nichts, weil der Button 2 ja hier noch nicht gebunden ist. Gut, was können wir jetzt machen? Wir können als nächstes einfach mal suchen, wir könnten auch beim Button 2 die gleiche Methode hinschreiben. Also wir kopieren einfach das hier nochmal hier runter. Und Taste 1 gedrückt, Taste 2 gedrückt. Das funktioniert. Gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir gern von hier aus die Informationen nicht auf das Ausgabefenster schreiben, sondern oben in dieses Label hinein. Und dann geht man so vor, dass man dem Label jetzt erstmal eine ID gibt. Das ist jetzt das Output-Label. Damit hat die Variable quasi einen Namen, die ich ansprechen kann. Und ich könnte jetzt schauen, kann ich mir denn diese Ausgabelabels mal anzeigen oder diese IDs anzeigen, und der Befehl dazu wäre print self root IDs. Speichern wir das ab. Und starten das erneut. Und jetzt sehen wir quasi hier, das Programm macht jetzt Folgendes: Es gibt erst den Text von diesem Button aus, die 1, das ist das hier, und dann gibt es bei IDs das Output-Label aus. Und das Output-Label war ja jetzt hier oben das Stück. Und jetzt ist es relativ einfach, die Verbindung herzustellen. Das heißt, ich sage jetzt einfach hier self root IDs.OutputLabel, dann bin ich auf dem Label.Text ist gleich Button.Text. Speichern wir das ab.
probieren das aus. Drücke die 1 und damit steht hier oben die 1 drin. Die ist jetzt zugewiesen worden durch dieses Konstrukt. Und wenn ich die 2 drücke, steht die 2 drin. Und die anderen Tasten können natürlich noch nichts. Gut. Nächster Schritt wäre zu sagen, ich möchte diese Zuweisung nur dann machen, wenn in diesem Ausgabelabel noch nichts drin steht. Am Anfang steht ja dort der Wert Hello drin oder Hallo. Also if self Ausrufe Label Text ist gleich Hallo, dann möchte ich, dass das zugewiesen wird. Im anderen Fall, wenn was anderes drin steht, dann möchte ich, dass das einfach nur angehängt wird. Das heißt, ich würde jetzt hier hinschreiben, plus ist gleich. Hier machen wir es auch noch ein bisschen schön und speichern das wieder ab und rufen das Programm erneut auf. Beim ersten Mal klicken steht die 2 drin, beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Klicken wird immer was angehangen. So, damit kann ich also jetzt eine Ziffernfolge eingeben und es wäre natürlich auch schön, wenn ich jetzt hier beim Plus drücke, dass hier auch noch ein Plus erscheint, was momentan noch nicht geht. Wie gehe ich da jetzt vor? Jetzt habe ich das Problem, dass ich ja jetzt bei jedem Button das dazu schreiben müsste. Und da gibt es jetzt einen ganz einfachen Trick. Man kann einfach sagen, für die Klasse Button definiere ich jetzt ein paar Einstellungen einfach mal so, die später verwendet werden können. Ich definiere, dass das, was hier steht, schneide ich aus, ausgeführt werden soll. Und ich könnte jetzt einfach noch sagen, weitere Eigenschaft Background Color und die setze ich jetzt mal auf 0, 1, 1, 1. So. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich hier bei diesem Button die Methode auch wegnehme. Speichern. Und dann schauen wir, was passiert. Und das Erste, was wir sehen, alle Tasten, die wir jetzt hier haben, haben jetzt eine andere Farbe. Das ist genau diese Farbe hier oben. Und wenn ich jetzt drauf drücke, dann erscheint, wie gewohnt, hier oben die Ziffer. Die wird angehangen. Und natürlich rechnet der noch nicht, sondern er macht irgendwas. Aber zumindest haben wir jetzt erreicht, dass durch diese Konstruktion quasi alle Buttons eine gleichartige Farbe bekommen und bei allen Buttons wird diese Methode buttonPressed ausgeführt. Jetzt möchte ich gerne, dass diese Methode natürlich nur für die Buttons ausgeführt wird, die sich hier oben in diesem numerischen Feld befindet und nicht für die anderen Buttons. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie die Buttons unterscheiden können. Das machen wir dann in der nächsten Sitzung.